Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück auf meinem Kanal. Ich habe lange keine Videos mehr gemacht und wollte erstmal Danke sagen für die knapp 300 Abonnenten, die ich jetzt auch schon habe. Und zwar geht es bei mir heute um so einen Gaming-Stuhl. Den haben wir für unseren Sohn bestellt. Ich habe dann auch noch was die nächsten Tage. Ist hier auch in der größeren Verpackung. Und zwar ist es so ein zweiteiliges Rattan-Möbel-Sitz-Set mit so einem Tisch in der Mitte. Das habe ich für unseren kleinen Balkon geholt. Jetzt geht es aber, wie gesagt, erstmal um diesen Gaming-Stuhl. Da muss man sich schon von vornherein Gedanken machen. Der ist jetzt per UPS gekommen. War ein schweres Teil. Mein Dank nochmal an den UPS-Mitarbeiter. Und zwar ist es eigentlich für, was habe ich bezahlt? 179,90, also knapp 180 Euro. Der ist allerdings bis 120 Kilo belastbar. Und zwar gibt es viele, die sind bis 100 Kilo. Das ist dann so die Grenze. Mein Sohn ist zwar jetzt nicht so schwer, aber wenn ich mich mal draufsetzen will mit meinen 100 Kilo, und ich denke mal, hat dann auch was mit der Langlebigkeit zu tun. Der hat im Endeffekt alles, was jetzt die anderen auch haben, die Neigung der Rückenlehne, dann kann man die Sitzhöhe verstellen, dann gibt es nochmal so einen Wippmechanismus, es gibt die 2D-Armstützen, also die kann man hier nach links, nach rechts, nach oben und nach unten stellen. Und die ganzen Abmessungen erkläre ich dann gleich nochmal. So sieht das Ganze dann aus, wenn man die Schnüre abgeschnitten und den Karton aufgemacht hat. Man sieht gleich hier, die RS-700-Serie ist es. Es gibt da auch noch die 600er und die 800er, die bietet, glaube ich, ein bisschen mehr. Und die 600er, habe ich nachgelesen, hat wie gesagt auch nur diese 100 Kilo Belastbarkeit. Und da ist der mit 20 Kilo mehr schon besser einsetzbar. Hier hat man so ein Set, da sind Inbus und auf der einen Seite hier so ein Kreuz. Schraubendreher mit dran. Ich denke mal, wenn man ein bisschen Werkzeug zu Hause hat, muss man sich mit so einem Winkel nicht abarbeiten. Aber hier sind noch Dichtungen, Schrauben, alles gut verpackt, kann auch nichts verloren gehen. Ich mache jetzt hier kein Unboxing oder sonst irgendwas, wie ich diese Folie abziehe, sondern ich zeige einfach grob, was alles drin ist. Also hier kann man wirklich sagen, Hausaufgaben gemacht. Die ganzen Teile sind richtig gut verpackt. Und wenn man hier sieht, selbst die kleinste Ecke ist hier mit Schaumstoff umhüllt. Das war auch bei den Teilen so. Deswegen, was schlecht für die Umwelt ist, ist halt gut auch für den Transport. Das war alles richtig gut verpackt, eingetütet. Das sind die ganzen Sachen, nicht erschrecken. Und das meiste ist ja einfach nur kurz geschraubt, gesteckt. Was ich gleich sagen kann, man hat ja schon öfters auch im Möbelhaus was abgeholt. Egal, ob es jetzt bei IKEA oder XXL sonst wo ist. Die Gerüche sind identisch. Also das ist ja nicht irgendwie ein starker Chemiegeruch, sondern es riecht halt einfach nach einer neuen Couch oder nach neuen Möbeln. Das ist ja auch teilweise dann immer so die Gefahr bei Internetbestellungen. Was mir aufgefallen ist, ist hier auch diese 120 Kilo. Das ist kein dünnes Kunststoffteil. Da sind also auch hier stabile Metallsachen mit verwendet worden. Und was ich auch ganz toll finde, diese Polsterung, die sind ja auch öfters hier mit Klett. Und hier hat man einfach diesen tollen Klickverschluss dran gemacht. Ich denke mal, das erspart einem dann auch während dem Draufsitzen dann das lästige Hin- und Herschieben. Hier ist, glaube ich, sogar eine Verstellung. Ja, genau, da kann man die auch dann festziehen. Aber das werden wir dann sehen, wie sich das Ganze dann im Alltag schlägt. Hier von den von der Rückenlehne und von diesen Polstern her sieht man auch schon, dass hier richtig gut die Sache verarbeitet worden ist. Auch die Nähte. Man sieht jetzt nicht irgendwie, dass unterschiedliche Kachelgrößen da sind und dass alles richtig schön stramm ist. Es labbert nichts. Es ist hier an den Ecken alles gut ausgeführt und es sieht halt auch optisch schön aus. Also die Farben sind kräftig und es passt alles gut zusammen. Ich mache jetzt hier den Aufbau mit meinem Sohn zusammen. Macht es natürlich hier in einem Schnelldurchlauf. Ich will hier kein 30-Minuten-Video draus machen und zeigt dann, wie das Ganze aufgebaut aussieht und wie man die ganzen Sachen einstellen kann. Thank you.
nach der Zeitraffer-Funktion bzw. nach dem Zeitraffer-Aufbau zeige ich jetzt mal hier das Ergebnis. Wir haben knapp 22 Minuten gebraucht und waren zu zweit. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier alles draufbringe von dem Stuhl. Das war jetzt so die Vorderansicht. Jetzt nochmal hier so von der Seite. Das ist natürlich ein großes Monstrum hier. Und jetzt hier, ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse das einigermaßen zulassen, nochmal die Rückseite. Von den Geräuschen können wir jetzt gleich mal hören, wie sich das Ganze anhört. Also die Rollen sind hier unten einfach nur eingesteckt und die hatten so eine kleine so einen kleinen Sicherungsring. Da habe ich dran gezogen. Die sind auch dann nicht wieder rausgefallen. Vom Aufbau her war alles sehr leicht und auch gut und deutlich erklärt. Also hier hat man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da gab es auch keine Probleme. Man sollte allerdings vielleicht von dem Winkel hier sich verabschieden und vielleicht einfach einen normalen Schraubendreher mit Kreuz und auch einem Imbus verwenden. Dann hat man es leichter. Das hat man bestimmt auch ein bisschen hier beim Zusammenbau gesehen. Wo ich die Probleme hatte, waren hier bei der Lehnbefestigung hinter der Blende. Ich gehe aber jetzt doch mal her. Nee, das ist auch nicht gut, wenn man nichts ausleuchtet. Auf jeden Fall hatte ich bei diesen beiden Schrauben für die Rückenlehne hatte ich das Problem, dass das Material einfach gestört hat. Da musste man einfach ein bisschen hin und her wackeln. Was mich auch ein bisschen stört, ist diese Blende. Ich drehe jetzt mir wieder um. Und zwar die hier unten, ja, die ist auch jetzt nicht so optimal passgenau, aber das ist Kunststoff. Da kann man jetzt mit leben, weil auf der anderen Seite sitzt das perfekt. Die Spaltmaße und wie das Ganze passt, sieht man jetzt hier unten. Da hat man hier links und rechts ein bisschen Platz. Das ganze Teil hier, um den Rücken zu unterstützen, kann man auch verschieben. Da muss man allerdings dann halt auch hinten auf der Rückseite diese Bänder nachziehen. Und das obere für den Nacken ist hier hinten einfach eingehängt. Ich gucke jetzt mal, man hat ja viele Angaben im Internet, was die Sitzhöhe betrifft und messe es jetzt mal ab. Ich gucke mal, ob ich an der höchsten Stelle bin. Ja, ich bin ganz oben. Und da komme ich jetzt hier, wenn man das misst, auf, naja, wenn ich ein bisschen drauf schiele, auf 85 Zentimeter, wenn ich das Ding ganz hoch gefahren habe. Und wenn es ganz unten ist, komme ich auf so, naja, so knapp 50 Zentimeter in der untersten Stellung. Von der Verstellung her geht es über diesen Hebel hier. Und zwar gibt es einmal eine Möglichkeit, den nach außen zu machen, dann bewegt sich hier gar nichts. Na, nee, das sollte nicht so sein. In irgendeiner Stellung reagiert er nicht. Also hier steht auf jeden Fall Free und Lock. Aber vielleicht war ich noch nicht draußen. Ich probiere es nochmal. Also ich habe es jetzt herausgefunden, was es ist. Es ist einfach nichts weiter als, dass ich über diesen kleinen Hebel, wenn ich links und rechts rausziehe, einfach bestimmen kann, was beim Hochziehen passiert. Jetzt geht er hoch und wenn ich dann drauf sitze, geht er in einer anderen Stellung dann runter. Ob das jetzt irgendwas für einen praktischen Sinn hat oder ob das jetzt ein Mehrwert ist, weiß ich nicht. Hier drüber kann man die Rückenlehne verstellen. Das hat auch gut geklappt nach hinten. Also der hat auch einen schönen Winkel. Ich zeige den jetzt mal kurz. So, das ist jetzt hier der maximale Winkel nach hinten. Ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass ich nach hinten abkipp, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich dann nach hinten ein bisschen überschwenkt, also hat man das Gefühl, dass die obere, also beziehungsweise hier die vordere Rolle abhebt, aber das ist nicht so. Das ist dieser Wippmechanismus, der einfach noch einen Spielraum nach hinten gibt. Und die Angst ist also nicht begründet, man kippt hier auch nicht nach hinten weg. Wäre auch unlogisch bei 5 Rollen hier unten. Deswegen, also das ist eine Sicherheit. Was mir nicht gut gefällt, aber das kann natürlich auch sein, dass es durch das Material sich einfach noch ein bisschen einspielt. Dadurch, dass alles hier so ein bisschen aufeinander reibt, geht der nicht von selbst hoch. Also wenn ich jetzt hier, na jetzt funktioniert es. Aber auch nur bis hier. Ja? Also man muss jetzt mit der Hand
nach oder ein bisschen wackeln. Ich denke, das spielt sich einfach ein. Dieses Leder oder dieses Kunstleder wird einfach noch ein bisschen press aufeinandersitzen und momentan funktioniert es einfach noch nicht. Jetzt so langsam sieht man es ja, dass er sich bewegt. Jetzt wieder ein bisschen. Ich denke, das dürfte eine Zeit dauern. Hat mich jetzt ein bisschen am Anfang gestört, aber stellt wahrscheinlich dann auch kein Manko dar. Von den Armlehnen her bin ich jetzt mit 1,83 Meter Größe auch noch als Erwachsener zufrieden. Da hat man eine gute Auflage. Der Schreibtisch ist ja dann auch meistens in derselben Höhe und schließt dann bündig ab. Hier hat man zwei Möglichkeiten, einfach über diesen Riegel diese Dinger nach unten zu stellen oder wieder nach oben. Das ist die eine Möglichkeit und dadurch, dass es dann dieses besondere 2D hat, kann man die auch noch anwinkeln nach hierhin und nach dorthin. Und das war es dann auch schon von der Verstellung her, was die Armlehnen betrifft. Also vom ersten Eindruck direkt nach dem Auspacken bis hin zum Aufbau und wie er jetzt dasteht, hier dieser Gaming-Stuhl oder dieser Gaming-Chair, sind wir eigentlich beide begeistert. Die Rollen, ja, die machen dezent Lärm, also man hört schon dieses Blech ein bisschen klappern. Von der Verstellung her sind hier diese Armauflagen ganz nett gemacht. Die erreichen auch für einen Erwachsenen jetzt eine gute Höhe. Man kann sich gut drauf ablegen. Von der Verstellung her weiß ich nicht, was dieser Hebel hier, wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, jetzt geht man nach unten. Wenn man das ganze Ding jetzt rauszieht, geht man hier mit nach oben. Und ich habe keine Ahnung, ich werde da noch ein bisschen austesten, beziehungsweise mein Sohn wird mir dann auch erzählen, was hier dann Sache ist. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen nervt, ist hier diese Rückenlehne. Ich zeige es jetzt nochmal, wenn man sich jetzt nach hinten schön umlegt. Passt auch dann bei den Erwachsenen hier wunderbar dieses Nackenkissen, das ist auch bequem. Was es aber nicht macht, ist einfach hier von selbst zurückkommen. Da muss ich dann hier mit der Hand ein bisschen ziehen. Aber ich gehe stark davon aus, dass sich das dann auch mit der Zeit wieder ein bisschen einspielt und einfach die Materialien einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Vom Geruch her habe ich schon am Anfang erwähnt, so einen leichten Möbelhausgeruch, wie die ganzen Sachen immer von der Fertigung haben, aber nichts Wildes. Und wir hatten letztens so eine Beamer-Leinwand, die hat ein bisschen mehr nach Chemie gerochen, aber ein bisschen lüften, dann ist das auch ganz klar. Die 120 Kilo Belastbarkeit finde ich noch gut, also man muss sich nicht großartig Gedanken machen. Auch dass unten hier der ganze Aufbau aus Metall gemacht ist und nicht aus Kunststoff. Wie jetzt die Lager der einzelnen Räder hier sich mit der Zeit machen. Wir haben das dann auf so einem Teppich bzw. auf so einer Unterlage für die Stühle stehen, damit auch nach unten hin der Lärm nicht so laut ist. Und alles Weitere werde ich dann noch in einem Nachtrag erwähnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe nicht zu viel geredet und ich würde mich über ein Abo freuen. Ist immer noch kostenlos. Unten verlinke ich den Stuhl, die Serie hier, da kann man sich das angucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.